Abschottung von den ganzen Frequenzen, von den ionisierenden Strahlung von dem Flugzeug. Und hier bin ich geschützt im Wald. Reine Luft, gute Luft, atemberaubende Luft und himmlisch. Himmlische Ruhe einfach. Vogelzwitschern hört man. Und schöne Bäche hier zu sehen auch vom Bad Vilbler Wald. Und der Sonne sind gigantische Kräfte. Versuche dich mehr zu erden jeden Tag auf der Wiese. Ich merke selber sehr bewusst, wenn ich mich auf der Wiese erde oder mein Ski-Training mache oder meditiere, merke ich, wie ich mich auflade, wie ich meine ganzen Nährstoffe in meinen Körper einführe. Die Sonne gibt mir sehr viele Nährstoffe, der Boden gibt mir mehr Nährstoffe und das ist auch die 98-2-Regel. Genau. Und ich genieße das jetzt. Reine Luft, sehr wichtig. Immer sich erden unter den Bäumen, in der Natur und viel Luft und ein- und ausatmen. Sehr, sehr wichtig. Weil es ist wichtig, sich ans Naturgesetz zu halten. Ich bin draußen, wenn es hier 0.30 Uhr Cotton Fist Training. Power. Pur. Cotton Fist. 45 Degrees Power Fist. Fist. This is Chi Fist Power. Yes. Euch bewusst, versucht alles mit Liebe anzugehen, versucht alles mit Lockerheit anzugehen, alles mit Lässigkeit. Da sind jetzt die drei L's. Genau. Alles mit, ja, Liebe, Lässigkeit, Lockerheit. Ja. Und dann geht's. Langlebigkeit. Ja. Da sind jetzt, das ist schon das vierte L. Genau. L, 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 ja. S, 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 L, S, L. S, L. L, S. Leistung. Nein. Pausen sind sehr wichtig. Versucht in der Pause zu meditieren und nicht eure Mägen zu stopfen. Ne? Sondern eine Pause soll nicht eine Essenspause sein, sondern immer eine Meditation, eine Konzentrationspause, damit ihr wieder auf neue Gedanken kommt. Zum Beispiel, du kannst dich selbst lieben. Ja? Das ist das Beste, was du haben kannst. Ja? Dich selbst zu lieben. Ja? Das ist die größte Liebe, die du haben kannst. Es gibt keine bessere Liebe als dich selbst. Ja? Du selbst bist dein Gott. Du bist selbst dein Herrscher. Du bist selbst das Universum. Du selbst kannst dich nur lieben, wenn du dich realisierst und dich wahrnimmst endlich. Das ist ganz entscheidend. Ja? Du kannst keinen Mitmenschen lieben, so wie dich mehr als andere. Ja? Du liebst dich am meisten. Du liebst dich am meisten. Ja? Wenn du dich am meisten liebst, das ist das schönste Gefühl ever, was du haben kannst. Wenn du verliebt in dich bist, selbst. In dich selbst. Ja? Weil durch diese Faktoren kannst du anderen Mitmenschen noch mehr Liebe zeigen. Ja? Das ist wahrlich. Ist wahrlich so. Was geht, Leute? Bei dem sonnigen Wetter, wollt ihr da wirklich zu Hause chillen? Nein. Hab ich keine Lust. Hast du auch keine Lust, gell? Nein. Geht raus, treibt Sport, seid wie Kinder. Flippt aus, macht Backflips, macht Vorwärtssaltos, macht Klimmzüge, macht Liegestütze, tanzt vor Mädels, macht alles, was ihr wollt, habt Spaß, seid in eurem Bewusstseinszustand und ihr habt voll die Motivation, pura la vida. Gell, hab ich recht, Kisha? Klaro. Natürlich, Lebenskraft. Lebenskraft heißt das auch. Und die Sonne gibt dir Energie, Power pur, gell? Mucho energia. Natürlich, Kisha. Adigi. Ich würde sagen, weil das ist am wichtigsten. Das Qi, ja. Gemeinsam Energie sammeln, ja. Weil da leiten wir auch immer auf diese Rezepten. Leiten wir unsere Energie drauf, ja. Nur wenn wir es schon anfassen, kommt schon Energie drauf, ja. Wenn es auch, schon sagt zu ihm, ja. Aber ich sage eigentlich nie was. Ich berühre es nur. Wenn ich es berühre, kommt die Energie sofort. Weil, was hat unser Trainer immer gesagt, immer still sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Das heißt, wenn du da ein Wort sagst, sollst du lieber nicht Wort sagen, sondern lieber die Hände anfassen. Schweigen ist Gold. Schweigen ist Gold, Reden ist Silber. Ja? Deswegen ist es so Gold. Ja? Deswegen sieht es auch so Gold aus, ja? Goldig aus. Ja?
Ciao.